Ja, Leute, ich habe mal wieder angefangen, mir was zu kochen. Und zwar will ich heute Gulasch machen mit Reis. Und ein paar Möhren habe ich noch da, die mache ich mir auch noch dazu. Ja, das Fleisch hatte ich im Tiefkühler, das ist noch zum Teil gefroren, das muss ich erst mal auftauen. Deswegen habe ich den Topf jetzt hier bloß auf leichte Wärme gestellt. In der Zwischenzeit habe ich mir hier Paprika und Zwiebeln zurechtgeschnitten. So, wenn das Fleisch aufgetaut ist, braten wir das von allen Seiten leicht an. Das hat ziemlich viel Wasser mitgebracht. Eigentlich nur mit ein bisschen Fett, Butter, Öl, was ihr wollt. Ich habe Butter genommen. Aber wie gesagt, hier müssen wir erstmal das Wasser auskochen lassen. Aus dem Fleisch ist sehr viel Wasser rausgekommen. Also das ist ja mehr jetzt kochen als braten. Deswegen nehme ich das jetzt aus dem Topf raus und brate das in der Pfanne mit etwas Butter noch. Und das Wasser will ich nicht unbedingt wegtun, weil da ja viel Fleischgeschmack jetzt drin. Ich habe gemischten Gulasch genommen, aber ihr könnt das natürlich auch mit nur Schweine oder nur Rinderfutter vielleicht machen. Oder einfach ein Stück Schulterfleisch oder so kaufen und selber zuschneiden. So, wir würzen mit Paprika und Zwiebeln reichlich an. Salzen wir nämlich immer sehr sparsam. Und jetzt kommt der Zwiebeln und der Paprika mit rein. Mehl. Und jetzt können wir es weiter im Topf machen. Ich wollte ja, wie gesagt, das Wasser, was aus dem Fleisch gekommen ist, nicht wegtun.
Ich würze und färbe da noch ein bisschen mit Ketchup an. Ihr könnt auch Fleischbrühe nehmen oder so wie ich Wasser und einen Brühwürfel. So, nachdem wir jetzt fertig sind, lassen wir es ungefähr eine Dreiviertel bis eine Stunde kochen. Auf kleiner Flamme. In der Zwischenzeit habe ich auch Möhrchen geschnitten, die wir in Salzwasser kochen. Ja, wenn die Möhren gekocht sind, gießen wir das Wasser ab Tu mal lieber die Mörch. Und verrühren noch etwas Butter drin. Tu mal lieber die Mörch. Die Mörch, gib die Mörch. Dazu mache ich mir Reis. Und da habe ich mir schon lange, habe ich jetzt schon 3-4 Mal benutzt, so einen Reiskochtopf geholt, weil ich das auch ganz interessant fand. Ich gucke ab und zu mal das Video von so einem japanischen Camper. Der hat auch so einen ähnlichen Topf. Die machen sich ganz gut. Und auch wie man das im normalen Kochtopf macht, eine Tasse Reis oder hier, ich habe eine halbe. Und zweimal die gleiche Menge Wasser. Und jetzt kann man das auf kleiner Flamme kochen lassen. Ungefähr 20 Minuten, halbe Stunde. Das Wasser ist eingekocht und der Reis ist fertig. So, ich habe jetzt mittlerweile ungefähr eine Dreiviertelstunde hier gekocht. Es gibt Reis, lecker, lecker, Baby, es gibt Reis. Wobei, ich bleibe jetzt hier wahrscheinlich stehen und verkaufe weiter.